Die Weltmeister. Egal wo sie auftreten, stand am Ende die Eins vor ihrem Namen. Guzzoli Betty müssen aufpassen, dass ihnen nicht dieses Paar den Rang abläuft. Domenico Soale und Gioia Cerasoli, die Weltmeisterschaftszweiten und Weltranglistenzweiten, die ihren Landsleuten ganz dicht auf den Fersen sind und durch einen fantastischen Quickstep jedes Publikum hinter sich wissen. Sie kommen aus Sao Baudia bei Rom und tanzen seit 11 Jahren zusammen. Die neue Generation lässt... Dritter Tanz, Wiener Walzer vom Schwungverhinderer Tango, kommen wir eben zu diesem Schwung pur Wiener Walzer. Hier zeigt sich sehr schnell, wer den tänzerischen Bewegungsablauf, die Step- und Swingkette, wirklich beherrscht. Die Step- und Swing-Kette ist wichtig. Auch die Übergänge vom Rechtswalzer zum Linkswalzer sind wichtig für die Beurteilung der Wertungsrichter. Dann in die Wertung ein und bringt den ersten Platz, auch wenn nicht von allen Wertungsrichtern, für Guzzoli Betty, die damit schon jetzt als Sieger feststehen. 5 Tänze gibt es, 3 haben sie gewonnen. Also ist alles klar für den Weltmeister. Er wird's hinnehmen, seine Zeit wird noch kommen, ganz sicher. Ein fabelhafter Tänzer mit seiner Partnerin. Domenico Soale und Gioia Cerasoli. Die Nummer. Dort sind Dynamik und Geschwindigkeit natürlich Trumpf. Und damit Schlussspurt für die Paare, denn entschieden ist bereits alles. Schauen Sie mal, wie der über das Parkett fetzt. Und natürlich wird da das Parkett. 1000 Zuschauer erlebten ein hochklassiges Finale und einen Highlight natürlich von Domenico Soale und Gioia Cerasoli mit dieser Schrittsequenz, die immer wieder zu Jubelstürmen führt und deshalb auch verdient von den Wertungsrichtern, mehrheitlich zumindest, der erste Platz für die beiden aus der Nähe von Rom. Die Bad Homburger Geschwister konnten da natürlich nicht mithalten. Größter Applaus für die Italiener an diesem Abend. Zu Hause. Die Konkurrenz schläft aber nicht und die kommt in Form von Domenico Soale und Gioia Cerasoli, ihre Landsleute aus Sao Baudia bei Rom, die italienischen Vizemeister. Die beiden sympathischen Italiener überzeugen durch Ausdruck, Musikalität und sie haben gesehen, fantastische Schritte im Quickstep. Und Italien für das Publikum auch wirklich sichtbar macht. Zweiter nach dem ersten Tanz, das ist sein Paradetanz, Domenico Soale, Gioia Cerasoli. Jetzt, liebe Zuschauer, haben Sie die zwei Top-Paare gemeinsam im Bild mit der 8, Guzzoli Betty bisher auf 1 und Gioia Cerasoli im Einklang beim Wiener Walzer. Beide Weltklasse. Ganz schwer da, die Unterschiede reicht sich. Ein zweiter Platz ein, aber nicht genügend zweite Plätze bei Guzzoli Betty. Er war schon ein bisschen sauer.
Domenico Soale, dass er nicht näher an seinen Landsmann. Quickstep, ganz lässig sind sie da über das Parkett geflogen. Er auch, bisschen weggerutscht, aber das kommt in die Wertung nicht ein. Das passiert, wenn man die Tänzer am Rande des Parketts beobachtet. Da gibt es auch immer so eine kleine Stahlbürste damit. Domenico Soale, Gioia Cerasoli war nicht ganz so glücklich, dass er kein einziges Tänzchen den Weltmeistern abnehmen konnte. Ganz zu schweigen von den Dänen, Eriksson, Einhild. Auch sie wollen ganz nach vorne, aber enttäuscht dürften die Carabas sein, die gerne Vierte gewesen wären am Ende. Und sie sind den Weltmeistern auf den Fersen. Domenico Soale, Gioia Cerasoli, die WM und Weltranglisten Zweiten. Wir sehen als drittes Paar aus Italien hier in diesem Standardfinale das Paar mit der Startnummer 8. Und die zwei Einsen, die noch übrig sind, die durften sich die Vizeweltmeister Domenico Soale und Gioia Cerasoli erarbeitet haben. Wir sehen folgende Wertung. Zweiter, Erster, Dritter. Zweiter, Zweiter, Erster. Und so kommt es. Für Soale Cerasoli gibt es zweimal die 1, sechsmal die 2 und einmal die 3 vom dänischen Wertungsrichter, der seine Landsleute Eriksson Einhild besser sah. We'll be right back.
und der Quickstep beginnt mit hinreißenden Sprüngen von Domenico Soale und Joao Cerasoli, die bei diesem ersten ARD Masters Turnier des Jahres ihren italienischen Kollegen Gozzoli Betti zwar einige Einsen abnehmen konnten, bisher aber noch keinen Tanz gewinnen konnten. Für den WM-Zweiten mit der Startnummer 7. Zweiter, erster, zweiter. Fünfmal die 1 und viermal die 2. Das ist der Sieg im Quickstep für Domenico Soale und Joao Cerasoli. Verdient haben sie ihn sich. Und nun das Ergebnis nach allen 5 Tänzen. Karabay. Helena, Vize-Weltmeister. Auf welche müssen wir beim Slow Waltz achten? Hier kommt es ganz anders darauf, dass die Paare sehr harmonisch gemeinsam nach unten schwingen und wieder nach oben und alles innerhalb eines. Werden wir gleich sie mal sehen können. Hier den Unterschwung und den Hochschwung. So sehr an den direkten Konkurrenten, vor allem aus Italien. Und Domenico Soale und Gioia Cerasoli werden ja bald die Nummer 1 sein, denn Guzzetti jagt im Grand Finale in das Profi. Die Zeitlupenstudie sehr schön sehen. Die beiden Paare sind harmonisch den Weg oben nach unten zu führen. Die Silhouette des Paares legt jede diese Pose tanzen. Hier die Stage-Figur von Sascha, die Haltung bleibt stand und sie endet. 5, Friedmann Köhler im langsamen Walzer 6. Also ein kleiner Schlag für die deutschen Meister. Im Bild Soale Cerasoli, die Vize-Weltmeister, und auch auf dem Parkett rechts im Bild, schwarz-weiß, jetzt aus dem Bild gehen, Claudia Köhler und Marc Friedmann. Cerasoli und Soale. Erste Gruppe, Tango, fliegender Wechsel. Ich sagte es, Hugo Strasser spielt die Melodie immer weiter. Bei uns das Splitbild, der direkte Vergleich. Und hier können wir das jetzt gleich sehen, dass da nicht der Körperkontakt immer so perfekt ist bei Marc und Claudia. Aber ich denke, das erste Mal, dass sie jetzt in dieser Liga überhaupt mitspielen, dafür machen sie das ganz hervorragend. Und wir kommen zur ganz anders, die Vize-Weltmeister Soale Cerasoli. Sie tanzen hier das besonders schwierige Fleckerl, sehr schön, rhythmisch gut. Sehr schön zentriert. Der Wiener Walzer, liebe Zuschauer, für Sie zu Hause vielleicht am ersten. Noch die Schwierigkeit bei diesem Tanz, weil er so leicht ist, ihn dann auch so wirken zu lassen. Ja, man kann natürlich jetzt schon sehen, Sie sehen gleich bei den litauischen Vertretern, dass da doch sehr viele relativ krumme Beinlinien immer wieder auftauchen. Das ist schon ein negativer Punkt, gerade gegenüber den Italienern, die diesen Tanz hervorragend tanzen. Auch mustergültig die Haltung von Soale Cerasoli. Ja, sehr schön, die Körper in unterschiedlichen Versionen Quickstep zu tanzen. Immer wieder Publikumsliebling ist Soale Cerasoli. Obwohl sie nur einen Aspekt des Quicksteps eigentlich wirklich zeigen, nämlich die gesprungenen Figuren. Wir werden das gleich sehen. Hier sehen wir sehr viele nur gesprungene Trickfiguren, die sie ohne Frage fantastisch tanzen können. Jetzt, diese Figur ist sicherlich sehr umstritten. Eigentlich ist es nur ein bisschen so im Kreis rumrennen, aber das Publikum freut sich halt drüber. Aber Sie müssen, Oliver sagte es, einfach darauf achten, nicht nur die Show-Elemente in den Vordergrund zu stellen. Tänzer
Hier nochmal der Vergleich der zwei Paare. Haben Domenico und Gioia dennoch das Potenzial zum Weltmeister? Das Potenzial haben sie sicherlich. Sie haben eine hohe technische Qualität und sind sicherlich auch ein Paar, was einen eigenen Weg gefunden hat. Aber ich glaube, man sollte mal wirklich Mirko Gozzoli und Alessia Betti danken für das, was sie für Tanzsport getan haben. Sie sind ein Vorbild, denke ich, für die jungen Paare, die hinterherkommen. Lange Zeit stritten sich die Tanzgelehrten ja um die Frage, ob der Slow Fox der schwierigste Standardtanz sei. Ich will es mal so sagen, er ist der einfachste, weil er am meisten den normalen Gehbewegungen entspricht. Und er ist der schwierigste, weil es aus eben diesem Grund am schwersten ist, ihn interessant und aufregend zugleich zu gestalten. Das wollen jetzt Domenico Soale und Gioia Cerasoli und Sascha und Natascha Carabay zeigen. Soale, Gioia Cerasoli und Federico Di Toro und Jenny Bavero. Am liebsten würde er noch ewig weiter tanzen. Domenico Soale hat es bei der Masters Gala anscheinend wieder richtig gut gefallen. Und für die beiden Italiener war es die optimale Vorbereitung für die anstehenden Weltmeisterschaften in Litauen am 30. Oktober, bei der sie ihren Titel mit Sicherheit wieder verteidigen werden. Immer wieder das große Raunen im Publikum, wenn sie ihre fliegenden...